Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Tarifkonflikt bei der Bahn wird wieder gestreikt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum bisher längsten und umfassendsten Ausstand aufgerufen. Begonnen haben die Arbeitsniederlegungen am Nachmittag. Seit 15 Uhr wird der Güterverkehr bestreikt. Von 2 Uhr an kommende Nacht ist dann bundesweit auch der Personenverkehr betroffen. 5 Tage lang bis Sonntagmorgen. Millionen Reisende und Pendler müssen sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Wirtschaft befürchtet Schäden von bis zu 500 Milliarden Euro. Mal wieder wird gestreikt, mal wieder steht er im Mittelpunkt, GDL-Chef Klaus Weselski. Seine Gewerkschaft habe keine andere Wahl gehabt, erklärt er am Vormittag, sichtlich sauer auf die Bahn. Weil die Bahn seit Monaten unisono, eigentlich schon seit 10 Monaten unisono wiederholt, lassen Sie uns verhandeln, kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück. Wir können es schon nicht mehr hören, wir haben uns so viele Stunden am Verhandlungstisch befunden und wir haben keinerlei Ergebnisse erzielt. Aus Sicht der GDL-Lokführer ist die Sache klar. Die Bahn wolle gar kein Verhandlungsergebnis, hoffe stattdessen auf das Tarifeinheitsgesetz, das im Sommer kommen soll. Dann wäre im Konzern auch klar geregelt, welche Bahngewerkschaft für welche Berufsgruppe zuständig ist und es gäbe keine unterschiedlichen Tarifverträge für eine Berufsgruppe, ganz im Sinne der Bahn. Die weist den Vorwurf der GDL, die Verhandlungen absichtlich zu verzögern, heute von sich. Wir spielen nicht auf Zeit. Wir warten auch auf kein Gesetz. Das wäre geradezu fahrlässig für unsere Kunden und auch für unsere Mitarbeiter. Wir wollen Ergebnisse und das mit beiden Gewerkschaften. Aus keinem anderen Grund als dem der Beschleunigung haben wir der GDL eine Schlichtung über alle Punkte angeboten. Die GDL lehnt eine Schlichtung allerdings ab. Sie sei überflüssig. Schließlich stehe doch schon im Grundgesetz, dass sie für alle ihre Mitglieder Tarifverträge abschließen dürfe. Es wird wohl eine Chaoswoche für Bahnreisende werden. Für morgen und Mittwoch hat die Bahn ihren Ersatzfahrplan bereits online gestellt. Demnach soll wieder ein Drittel aller Züge rollen. Der Tarifkonflikt bei der Bahn gilt auch deshalb als so schwierig, weil die GDL mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG um Einfluss ringt. Und das vor dem Hintergrund, dass die Regierung mit dem Tarifeinheitsgesetz die Macht kleinerer Spartengewerkschaften begrenzen will. Die Opposition bekräftigte heute noch einmal, dass sie diese Pläne für verfassungswidrig hält. In den Bahnhöfen ist heute noch alles ruhig. Doch in Fahrt ist der Bundesverkehrsminister angesichts des längsten Streiks in der Bahngeschichte. Gerade dann, wenn Angebote auf dem Tisch liegen, müssen sie auch zwingend verhandelt werden und dürfen nicht beiseite geschoben werden nach dem Motto, egal was auf dem Tisch liegt, wir streiken weiter. Deshalb kann er sich künftig gar eine Zwangsschlichtung vorstellen. So weit geht die SPD nicht. Doch auch der Wirtschaftsminister zeigt wenig Verständnis für die Streiks. Allemal dann, wenn nach der Ankündigung eines Streikes immer gleich der Hinweis kommt, man wolle keine Schlichtung. Und so habe ich das Streikrecht nie verstanden. So ist es in Deutschland auch nie gebraucht worden, dass man Versuche auf friedliche Einigung selbst bei Schlichtung von vornherein ablehnt. Das geplante Tarifeinheitsgesetz, zu dem heute im Arbeitsausschuss Experten gehört wurden, soll solche Streiks künftig eindämmen. Wenn sich konkurrierende Gewerkschaften nicht auf einen Tarifvertrag einigen können, soll nur der Vertrag der Gewerkschaft gelten, die im Betrieb die meisten Mitglieder hat. Doch es gibt verfassungsrechtliche Bedenken. Der vorliegende Entwurf begünstigt strukturell die größere Gewerkschaft. Das könnte für die Spartengewerkschaft mit erheblichen Beschränkungen ihres tarifpolitischen Wirkens verbunden sein. Und ob das verfassungsrechtlich konform ist, da machen viele ein Fragezeichen. Die Opposition lehnt das Gesetz klar ab. Momentan ist es so, dass die Deutsche Bahn die Kunden in Geiselhaft nimmt dafür, dass das Streikrecht geändert werden soll. Und das ist eigentlich das Verwerfliche an dieser Frage. Noch im Sommer soll die Tarifeinheit im Bundestag verabschiedet werden. Verfassungsklagen sind jedoch schon angekündigt. Mehr zum Bahnstreik gibt es auf tagesschau.de. Dort beantworten wir zentrale Fragen rund um den Tarifkonflikt und informieren unter anderem über Servicenummern und Ersatzverkehr.
Kanzlerin Merkel hat die Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und dem US-Geheimdienst NSA verteidigt. Der BND sei angesichts der internationalen terroristischen Bedrohung auf die Kooperation angewiesen. Gleichzeitig sicherte Merkel die Aufklärung der Vorwürfe zu, der BND lasse sich von der NSA für Spionage in Politik und Wirtschaft instrumentalisieren. SPD-Chef Gabriel sagte, die Affäre sei geeignet, eine so wörtlich schwere Erschütterung auszulösen. Kanzlerin Merkel gab sich in Sachen Spähaffäre oft schmallippig. Heute versichert sie, das Kanzleramt werde den parlamentarischen Gremien Rede und Antwort stehen. Gleichzeitig aber stützt Merkel den BND und seine Arbeitsfähigkeit. Diese Arbeitsfähigkeit kann angesichts der internationalen terroristischen Bedrohungen zum Beispiel auch nur in Kooperation mit anderen Nachrichtendiensten erfolgen. Und dazu gehört auch und vorneweg zum Teil die NSA. Die soll dem BND in Bad Aibling Suchbegriffe untergejubelt haben, um europäische Politiker und Unternehmen per Satellit auszuforschen. Die Herausgabe der Begriffe fordert nach der Opposition auch Vizekanzler Gabriel. Er habe Merkel zweimal gefragt, ob der BND die NSA bei Wirtschaftsspionage unterstütze. Merkel habe Nein gesagt. Wenn es wirklich einen Beitrag des BNDs zur Wirtschaftsspionage gegeben haben sollte, der über den bekannten Fall von EADS hinausgeht, wäre das eine schwere Belastung. Zu Unrecht belastet fühlt sich der Innenminister. De Maizière soll als Kanzleramtsminister bereits 2008 von Spähaktionen gewusst haben. Er bestreitet das, will am Mittwoch informieren, aber ohne Öffentlichkeit. Das ist ja nicht ganz einfaches Unterfangen, weil die zugrunde liegenden Informationen als geheim oder zum Teil sogar streng geheim eingestuft sind. Unterstützung kommt von BND-Chef Schindler, der zudem den Vorwurf des Landesverrats weit von sich weist. Doch die Opposition stellt Fragen. Inwieweit war das Kanzleramt, waren die Kanzleramtsminister involviert? Inwieweit war die Kanzlerin involviert? Dass die Zusammenarbeit mit der NSA für die Terrorabwehr nötig ist, bestreitet auch bei den Grünen kaum jemand. Doch der Verweis darauf heute erscheint der Opposition eher als Nebelkerze. Merkel wolle aufklären, heißt es da. Bitte schön, diese Woche könne sie das beweisen. Nach dem Erdbeben in Nepal warten noch immer Zehntausende Menschen auf Hilfe, insbesondere in entlegenen Dörfern. Hier sind nach Regierungsangaben bis zu 95% der Häuser eingestürzt oder schwer beschädigt. Die Europäische Union hat unterdessen ihre finanzielle Unterstützung aufgestockt auf nunmehr knapp 23 Millionen Euro. Ein Eimer Wasser, das ist für viele in Kathmandu das Beste, was sie bekommen können. Es ist heiß und teilweise ist das Leitungssystem zusammengebrochen. Seit dem Erdbeben haben wir kein Wasser mehr. Es ist total schwer, welches zu bekommen. Die Regierung hilft uns nicht. Die Nepalesen helfen sich selbst, wie so oft in diesen Tagen. Ein Privatmann bezahlt das Wasser, schickt die Tankwagen 6-mal täglich. Ich sage nicht, dass die Regierung gar nichts tut, aber sie sind sehr, sehr langsam. Der Flughafen ist überfüllt, die Landebahn hat Risse. Große Militärmaschinen, die gestern noch auf dem Rollfeld standen, dürfen nicht mehr landen. Hilfsgüter hängen im Zoll fest. Die Vereinten Nationen kritisieren die Regierung von Nepal. Hubschrauber gibt es zu wenige, um Verletzte auszufliegen, aber auch um die Bergdörfer zu erreichen, um Reis, Bohnen und Öl zu den Leuten zu bringen. Die Probleme müssen jetzt sehr schnell gelöst werden, denn das Land braucht Hilfe. Es hat ja auch darum gebeten. Und da ist es sehr entscheidend, dass Flughäfen und Zoll uns unterstützen. Die meisten Nepalesen rechnen nicht mehr damit, dass die Regierung etwas für sie tut. Die Hilfe ist hier in Nepal angekommen, aber die Regierung macht es den internationalen Organisationen nicht unbedingt einfacher. Dabei läuft die Zeit davon, bald beginnt der Monsun, die Regenzeit. Wer kein Haus mehr hat, der braucht ein Zelt. Und wenn den Menschen nicht schnell geholfen wird, wird es weitere Opfer geben. Spenden für die Menschen in Nepal können Sie unter dem Stichwort ARD. Erdbeben Nepal, Konto DE 53 200 400 600, 200 400 600 oder online auf der Seite www.spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen gibt es im ARD-Text auf Seite 888. Nach der Rettung von tausenden Flüchtlingen im Mittelmeer am Wochenende haben die ersten von ihnen Italien erreicht. Die Menschen sollen zunächst in Aufnahmelagern im Süden des Landes unterkommen. Allein unter Führung der italienischen Küstenwache waren knapp 6.800 Migranten gerettet worden. Sie wurden von überfüllten Schlauchbooten und anderen seeuntüchtigen Schiffen geholt.
Diese Flüchtlinge steuern den sicheren Hafen von Lampedusa an. Sie sind Teil der knapp 6.800 Menschen, die die italienischen Einsatzkräfte am Wochenende gerettet haben. Viele besitzen nur das, was sie am Leib tragen, haben keine Schuhe mehr. Das Aufnahmelager der Insel ist überfüllt. 400 Personen haben eigentlich dort Platz. Am Wochenende waren es zeitweise fast viermal so viel. Auch die Retter stoßen an ihre Grenzen. Wir haben große Schwierigkeiten, da wir immer sehr schnell agieren müssen. Viele Boote sind extrem heruntergekommen und könnten jeden Moment untergehen. Der Flüchtlingsstrom ist durch die milden Wetterbedingungen ungebrochen. In der Nacht gingen im sizilianischen Pozzallo 900 Menschen an Land. Am Vormittag waren es 700 in Augusta. Mindestens 10 Migranten haben die Überfahrt nicht überlebt. Dass sich die Schiffe der EU-Mission Triton an den zahlreichen Rettungseinsätzen nahe der Küste Libyens beteiligen, ist bisher nicht vorgesehen. Wir sind zufrieden, dass die Gelder für Triton auf 9 Millionen verdreifacht wurden. Aber das reicht nicht, denn der Aktionsradius reicht nur bis 30 Seemeilen vor Italien. Bei Kreta bereiten sich zurzeit diese beiden Schiffe der deutschen Marine darauf vor, die italienischen Behörden zu unterstützen. Unklar ist jedoch, wann ihre Mission beginnt, unter welchem Kommando sie fahren werden und ob sie sich bei Einsätzen nahe Libyen beteiligen dürfen. Sicher ist bisher nur so viel. Italien kann ihre Hilfe gut gebrauchen. Deutschland will 600 Flüchtlinge aufnehmen, die vorübergehend in Ägypten Zuflucht gefunden haben. Das gab Bundesaußenminister Steinmeier bei seinem Besuch in Kairo bekannt. Die Hälfte der Menschen ist vor den Bürgerkriegsunruhen in Syrien geflohen. Die anderen Flüchtlinge kommen mehrheitlich aus afrikanischen Ländern. Zugleich kündigte Steinmeier an, dass Deutschland künftig wieder enger mit Ägypten zusammenarbeiten will, obwohl die Bundesregierung mit den politischen Zuständen im Land unzufrieden ist. Bei seinem ersten Treffen mit Präsident al-Sisi sagte der Bundesaußenminister, Ägypten spiele für die Stabilität und Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten eine zentrale Rolle. Seit dem Sturz der islamistischen Regierung vor fast 2 Jahren ist in Kairo eine Militärregierung an der Macht. Nach Demonstrationen äthiopischer Juden gegen Rassismus und Polizeigewalt in Israel hat Ministerpräsident Netanyahu reagiert. Er rief dazu auf, Rassismus zu bekämpfen. Eine Ministerkommission soll sich den Problemen der äthiopisch-jüdischen Minderheit bei der Integration annehmen. In Israel leben mehr als 130.000 äthiopische Juden. Die meisten von ihnen kamen in organisierten Einwanderungswellen ins Land. Unglaubliche Szenen gestern in Tel Aviv. Polizei und äthiopisch-israelische Demonstranten lieferten sich eine brutale Straßenschlacht. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die Gewalt verantwortlich. Auslöser der Proteste ist dieses Video von letzter Woche. Es zeigt zwei israelische Polizisten, die auf einen äthiopischstämmigen israelischen Soldaten einschlagen. Für die über 130.000 äthiopischen Juden im Land einer von vielen rassistischen Vorfällen. Unser Problem ist unsere Hautfarbe. Obwohl wir hier geboren und Israelis sind, sind wir für die anderen immer nur Äthiopier, egal wie gebildet wir sind oder nicht. Es gibt einfach stereotypische Vorstellungen. Israels Führungsspitze reagierte heute. Premier Netanyahu empfing demonstrativ den angegriffenen Soldaten und verurteilte rassistische Übergriffe. Auch Israels Präsident Rivlin äußerte sich heute. Er sprach sich eindeutig gegen die Gewalt der Demonstranten aus, gab aber zu, wir müssen diese offene Wunde in unserer Gesellschaft anschauen. Wir haben geirrt, wir haben nicht hingeschaut, nicht hingehört. Die Schäden von gestern wurden bereits heute Morgen weggeräumt. Doch die Probleme der äthiopischen Juden bleiben. Sie erwarten jetzt Antworten von den Politikern. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 5. Mai. Auf der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa strömt morgen feuchtwarme Luft vom Mittelmeer in die südöstlichen Landesteile. Den Westen erreicht im Tagesverlauf wieder kühlere Atlantikluft. In der Nacht fällt vor allem von Rheinland-Pfalz über Nordrhein-Westfalen bis nach Niedersachsen regional Regen. Der zieht morgen Vormittag im Norden und Nordosten ab. Während im Westen und Nordwesten bald wieder dichte Wolken und zum Teil gewittrige Schauer aufkommen, wird es sonst oft freundlich. Später entwickeln sich vor allem in der Südosthälfte Schauer und Gewitter. Der Wind weht im Norden und Westen frisch bis stark. Bei Schauern und Gewittern muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht in der Pfalz milde 16, an der Grenze zu Dänemark und an den Alpen 8 Grad. Morgen werden im Osten und Süden schwülwarme 25 bis 30 Grad erreicht, sonst 17 bis 24 Grad.
Am Mittwoch wieder kühler, im Südosten noch Regen, sonst deutlich freundlicher, im Westen und Nordwesten einige gewittrige Schauer. Donnerstag und Freitag oft freundlich mit Sonne, Wolken und nur vereinzelt Regen. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Karin Mioska mit GDL-Chef Weselski über den Mammutstreik bei der Bahn. Außerdem absehbare Katastrophe. Hätten die Menschen in Nepal besser vor dem Erdbeben geschützt werden können? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.